Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, in der letzten Folge ist irgendwie alles drunter und drüber gegangen. Wir haben diesen mega lästigen Bossgegner, nenne ich ihn immer, haben wir erstmal elektrisiert. Und da können wir nicht rauf, ne? Schade, schade. Und jetzt müssen wir mal schauen. Da leuchtet was. Es leuchtet aber auch so. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir uns, oha, an das rote Haus erinnern. Okay, die bewegen sich nicht. Ich dachte gerade schon. Also doch was davor. Moment. Ist aber zu schwach, oder? The spark's too weak to absorb. Ja, It's like it's missing something. das dachte ich mir nämlich schon. Wenn ich jetzt auf X drücke, was ist da? Bolzenschneider? Ach so, ich muss da bestimmt. Ah, ich muss bestimmt eine Puppe dahinstellen. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal nach, ob wir da was finden in der Richtung. Es ist sehr anstrengend, oben und unten gleichzeitig zu gucken, finde ich. Oder müssen wir das mitnehmen? Das können wir natürlich auch. Ah. Are you looking for this little girl? I'm sorry, but Father doesn't like it when I talk to strangers. Smart man. He's the manager around here, right? Would you happen to know where he is? I'd love to have a word with him. Go away, or I'll scream. Clever girl. Tja. Es kommt drauf an, wie sie schreien würde. Weil, wie wir sicher alle oder hoffentlich alle wissen. Nein, das will ich nicht nochmal. Nein, geh raus. Weil wir, wie wir hoffentlich alle wissen, man nicht einfach schreien soll, wenn irgendwas passiert, sondern man nach Feuer schreien soll, weil es wirklich nachgewiesen ist, psychologisch gesehen, dass die Menschen eher helfen und ja, sich eher dann auf den Verursacher der Schreie konzentrieren, wenn es um Feuer geht, was ihr eigenes Leben bedrohen kann, als wenn man nur um Hilfe ruft. Hell's Angel. Okay. Mein kleiner Hell's Angel. Okay. Ja, die saß zwar ein bisschen seltsam da drauf für den Hell's Angel, aber okay. Da haben wir sonst nur noch das Pferd. Sonst sehe ich jetzt hier gerade nichts. Ich schaue hier vorne nochmal eben, aber ich glaube, das ist alles so zu. Da hinten? Ne, das war noch irgendwas auf dem Boden. Ich dachte, da hat gerade irgendwas geflackert, gefunkelt, wie auch immer, aber anscheinend nicht. So, okay, das Holzpferd können wir nicht dahinstellen, also müssen wir anscheinend wirklich nach einer Puppe suchen oder sowas. Dann schauen wir doch erstmal weiter. Thomas, you were here. This was your place. Hallo. What the hell happened here? Das ist eine gute Frage. Und das wollen wir jetzt herausfinden. July 27th, 1983. The Gemini case. The investigation is moving along, but I think Rekovich is starting to suspect something. Need to move fast. Tonight's the night. So they knew about Thomas. But how much exactly? And who the hell were they? Eine sehr gute Frage. Okay, hier können wir anscheinend. Ne, da kann ich auch nicht mehr rüber. Anscheinend nichts mehr machen. Rechts ist noch was am Leuchten. Das ist gut. Da können wir anscheinend auch nochmal runtergehen. Oh oh. da hinten kommt man so nicht weiter. Ah! Okay, die Puppe ist da. Das ist gut. Kommt. Nein. Ich wollte die eigentlich nur mal drehen, aber. Naja, gut. Ist hier denn noch irgendwas? Nee, ne? Okay. This looks like it could lift a pound or two. It's missing a handle, though. Okay, da fehlt ein Griff.
Wir können den einen Griff nicht nochmal benutzen. Ja, ich denke mal, dass es dann da wahrscheinlich nachher weitergeht. Ich weiß aber nicht, ob ich da runter will. Oh. You're one to talk. This was your bright idea. No, they're already on to us. That son of a bitch is one of them. I can feel it. Fine, we'll make sure. Come on. It's almost on. One of them. Who are you run? You're one to talk? No, nein! Ach, Mann, komm. Dass es immer direkt losgeht, wenn man nur mal gucken will, ob da noch irgendwas anderes dann in der Nähe ist. Okay, also ich schätze. Ich meine, wir können theoretisch schon erstmal nach vorne. Moment, da oben leuchtet noch was Neues. Oh, hey, a eunuch. Someone's got good taste. Okay, das nehme ich jetzt mal an, ist das Motorrad von dem Foto. Die Frage ist, können wir da noch irgendwas mitmachen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hm. Okay. Also wir schauen erstmal eben kurz vorne bei den Puppen, in der Hoffnung, dass wir hier weiter müssen und den Hebel holen müssen. So. Da stellen wir erstmal die Puppe hin. Okay, es hat jetzt geklappt, ne, wenn ich das richtig sehe, weil das Ding immer noch leuchtet. Das irritiert mich immer so. Ja, okay, es hat geklappt. Das ist schon mal... das ist schon mal sehr gut. Da oben ist irgendwas am Leuchten. Da komme ich nicht hoch, ne? Ich denke, wir müssen noch irgendwas mit dem Motorrad machen können. Ah, Moment, Moment. Da oben ist was. Geh raus, los. Können wir den drücken? Ach, natürlich. Was auch sonst? Ja, und das ist natürlich genau der Generator, den wir jetzt gesehen haben. Das ist nur die Kassette. Aber wie kommen wir jetzt da hoch? Da müsste ich theoretisch in die Geisterwelt. Ah. If only I could lift it somehow. Okay, also ich vermute mal, dass das jetzt der Hebel ist, der uns fehlt. Wir müssen das Ganze hochheben. Das funktioniert aber nur mit dem Generator. Das heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt hier komplett in die Geisterwelt rein, was mir ehrlich gesagt gerade gar nicht gefällt. Aber wir schauen mal, ob hier irgendwas ist. Ah, komm, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wo läuft die hin? Ah. Bevor die hier nachher noch verwest oder so. The spirit of this place. It never stopped burning. Okay, das heißt jetzt was? okay. Also wir sahen jetzt schon sehr schwach aus, deswegen bin ich jetzt erstmal wieder zurückgegangen. Aber das, ja, das brennt jetzt immer noch. Die Frage ist, muss ich jetzt da hinten rum? Kann ich überhaupt durch die Flammen? Das ist jetzt überhaupt mal meine Frage. Da ist irgendwie auch nichts. Oh, komm schon, bevor ich hier wirklich krepiere. Oh, es sieht aber alles... Jetzt kann ich mich da hinten nicht mehr bewegen. Okay, ich gehe mal lieber vorsichtshalber zurück, weil das dauert mir hier echt zu lange. Oh. Ach so, Moment. Nee. Mir fällt gerade was anderes ein. Moment. Da kann ich jetzt aber nicht die Flamme für benutzen, oder? Weil das leuchtet hier so. Ich probiere es doch nochmal da. Also keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder ob wir jetzt da drin krepieren. Ich weiß es nicht. Oh Gott.
Okay, das scheint... Ja, ja, komm mal erstmal zurück, wenn du so kreischst. Das scheint... ach so. Kann ich... Moment. Geht das, wenn ich da... Ja, das geht. Das müsste dann doch auch hier im Feuer gehen, ne? Das probieren wir jetzt mal aus. Komm, ein bisschen näher, so. Okay, das geht offensichtlich doch nicht. Schade. Ja, lauf, komm. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, beziehungsweise es muss doch einen Grund geben, weshalb wir jetzt hier bewegen können. Ich meine, jetzt sind wir auch schon wieder fast... Sind wir auch schon wieder fast am Ende. Das ist echt nervig, dass man da nicht mal wirklich eine gewisse Zeit sich bewegen kann. Kann man denn hier auch nichts machen? In der... Hier hochklettern oder irgendwas? Was ist denn da unten überhaupt? Da habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Aber das glaube ich gar nichts, oder? Nein, du sollst die Treppen runtergehen, wenn ich schon von der Seite komme. Los. Ah, das scheint aber auch nichts zu sein. Okay. Hier ist doch sonst nichts anderes. Das hatten wir schon. Oh, Moment. Ah, da ist noch was. Richard, wie konntest du das tun? Wie zur Hölle kann irgendjemand so etwas tun? Tief im Inneren wusste ich wohl immer, dass mit dir etwas nicht stimmt. Aber das... Eins steht fest, was auch immer er dir angetan hat, was auch immer wir dir angetan haben, du hast es verdammt nochmal verdient. Okay, das ist jetzt nicht sehr nett. Wenn ich jetzt da drauf drücke, fängt er wahrscheinlich gleich wieder an. You want to talk? Nein, ich will dieses Scheiß-Echo nicht hören. Och, Mann. No, they're already on to us. Es nervt, ehrlich. Aber so ist auch nichts, was wir jetzt noch aufheben können. Sure. Ja. Nervt nicht. Nee, also da war jetzt auch nichts mehr zum Aufheben. Und ich kann jetzt wahrscheinlich auch nichts Neues an dem Motorrad hier machen, ne? Oder an dem, was davon noch übrig ist. Nee. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es irgendwas damit auf sich hat. Ich meine, es wird ja einen Grund haben, weshalb wir das anklicken können. Haben wir hier denn noch irgendwas anderes? Ich will auf kein Echo hören. Ich will einfach nur... Da kann ich auch nichts machen. Also mich stört das mit dem Generator, definitiv. Wir müssen irgendwie nach oben auf das Haus drauf kommen. Kann man das denn vielleicht von dieser Seite aus irgendwie... Moment, halt, was war das gerade? Da kann man hochklettern. Hier konnte man auch noch was machen jetzt. Moment. Aber der will mich hier nichts machen lassen gerade. Now you're a hard-working man who could probably use a well-deserved smoke. Miss Francis, right? Excuse me, but who are you exactly? No, just a guy looking to do the right thing. I imagine some would call me a patriot. Are you a patriot, Francis? Patriot, huh? I imagine others would call you something else entirely. Okay. Gut, ich denke mal, dass jetzt hier nichts anderes mehr ist. Aber was ist das, was jetzt... Ach so, das ist hinten das. Ugh, okay. Ich dachte, hier vorne wäre noch irgendwas. Okay, also durch die andere Welt kann ich wohl rein. Aber natürlich nicht allzu lange. Komm hier rein, schnell. A.
Ja? Nein! Mach was! Ja, wieso funktioniert das nicht? Auch mit der Geisterwelt. Hä? Oh, komm. Komm, du bist gleich tot. Gibt's hier denn noch irgendwas, was du machen kannst? Anscheinend nicht. Okay, dann versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Das ist so nervig mit diesen kurzen. So, hier kann ich auch nichts machen. Aber da bin ich doch wieder nur am brennenden Haus. Ja. Kann ich ja auch nichts anderes machen als eben schon. Geistwandlerin. Achso, wahrscheinlich so und so lange als Geistergestalt rumwandeln. Okay. Also das dauert mir jetzt hier auch zu lange. Aber ich gehe davon aus, dass ich irgendwas da drin machen muss. Also es muss doch irgendwie... Na gut, ich bin eben auch schon davon ausgegangen, dass ich irgendwas auf der anderen Seite machen muss. Ich verstehe nur nicht, ich habe doch das Ding hier und ich kann es auch mit A anklicken. Aber ich kann halt nichts machen. Also egal, was ich mache, der geht nach draußen. Ja, das ist ja alles schön und gut hier. Dem kann ich aber auch nicht folgen oder so, ne? Kabel geht da hinten hin. Da hinten komme ich ja so nicht rum. Hm. Also entweder übersehe ich irgendwas ganz extrem. Ich kann das aber noch machen. Also daran sollte es eigentlich nicht liegen. Oder ich habe wirklich nicht genug abgezapft hier, aber... Ja, aber das ist jetzt das Gleiche wie vorhin auch, also. Es tut sich da ja auch nichts. Das Problem ist, ich will jetzt mit euch auch nicht stundenlang hier rumlaufen. Naja, also ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich nicht. Da ist auch nichts anderes, was man irgendwie anklicken kann, machen kann. Keine Ahnung. Wahrscheinlich guckt ihr euch das jetzt von außen an und denkt euch, ach, das ist doch sowas von idiotisch, das ist doch alles logisch. Ach, ich bin noch... Oh. Oh. Shit. Das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich bin noch in der anderen Welt drin gewesen. Also außer mir quasi gewesen. Kann ich denn... Von da hinten komme ich doch her oder komme ich von rechts? Oder? Dieses oben unten gleichzeitig gucken, das regt mich so auf. Oh Mann, ey. Also hier ist auf jeden Fall nichts, wo ich jetzt sagen würde, das hilft uns weiter. Naja. Ach, das ist ein Baumstamm. Oh, ich dachte gerade schon. Ich bin mal wieder zu schreckhaft. Ich merke das schon. Ja, also...
Ich verstehe auch nicht gut, dass man da jetzt nicht unbedingt durch das Feuer durch kann, kann ich verstehen. Aber wir müssen ja irgendwie Strom drauf bekommen. Ich verstehe auch, dass wir den Generator irgendwie, ja, dem Strom geben müssen oben. Aber scheinbar funktioniert das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Konzentriere dich auf die Geisterwelt. Ja. Aber das mache ich ja schon die ganze Zeit. Aber irgendwie, entweder funktioniert das nicht, dass das zu wenig ist. Aber es klappt ja. Also das geht ja alles komischerweise. Aber wenn ich dann die Taste drücke, dann funktioniert das nicht. Oder darf ich das nicht anvisieren? Muss ich irgendwie davor stehen? Das, keine Ahnung. Das hat doch sonst auch immer geklappt, indem ich das anvisiert habe. Also, Moment, erstmal. Genau. So. Geht das so? Oh, ist das jetzt euer Ernst? Echt jetzt? Oh. So, ich bin jetzt wieder zurück. Okay. Mann. The thing's unstable. I can't keep it running for too long. Ja, das ist ja alles okay. Das ist ja alles okay. Kann ich hier nochmal ein bisschen Energie abzapfen vorher? Nur so für alle Fälle. Gut, das wird nicht so lange stabil bleiben. Das verstehe ich. Hier können wir wahrscheinlich immer noch nichts Neues machen, ne? Nee. Okay, Moment. Wir müssen den Knopf drücken. Genau, ganz wichtig. Knopf drücken. Zack. Wie, kein Strom? Hä? Ist der jetzt schon wieder aus? Oder was? Nee. Echt jetzt? Ist nicht euer Ernst jetzt. Hätte ich da jetzt nicht mal kurz gucken dürfen? Boah, das ist wirklich nicht... Also wenn das jetzt so auf Schnelligkeit geht, dann weiß ich echt nicht, wie ich das jetzt schaffen soll. Man hat ja noch nicht mal wirklich Zeit gehabt, da hinzulaufen gerade. Also ich müsste dann rein und direkt den Strom im Endeffekt drücken. There we go. Ja, lauf, komm. Ach nee, ach ja. Ach komm, geh wieder zurück in deine Welt, los. Aber jetzt ist der doch schon aus, oder? Nee, er flackert noch. Nein, ach, geh da hin. Los, geh da rein, schnell. Oh Mann, 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 Mann. Komm. Lauf weiter. X, los. Ernsthaft jetzt. Wie soll man das denn bitte schön schaffen? Man hat ja noch nicht mal die Zeit, vernünftig dahin zu laufen. Oh Gott. Also da haben sich aber auch selten Dämliches einfallen lassen an dieser Stelle. Also entweder heißt das, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass das Ding länger an ist, was ich mir nicht vorstellen kann. Oder ich darf nicht einmal irgendwo hängen bleiben, was natürlich scheiße ist, wenn ich da auf zwei Zeiten, zwei Versionen quasi gleichzeitig gucke, zwei Welten. Weil ich gucke immer in die falsche Welt und ja. Oh Gott. Da muss ich danach irgendwie A drücken oder sowas. There we go. Ach nee. Lauf, 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 lauf. The thing's unstable. I can't keep it running for too long.
Lauf, 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 lauf. Jetzt lauf, Mann, nicht stehen bleiben. Mädel, lauf! Ach, die kriegt es doch jetzt schon wieder nicht hin, in die richtige Richtung zu laufen. Nein, du sollst nach oben laufen. Wenn ich nach oben drücke, will ich, dass du nach oben läufst. Power's out. Ey, das ist nicht normal. Also ganz ehrlich, ich werde jetzt die nächsten, keine Ahnung, vermutlich 200 Versuche, werde ich euch jetzt eben rausschneiden und werde euch dann nur hinzufügen, wenn ich denn das Rätsels Lösung habe. Also entweder ist es gar nicht das, was ich mir vorstelle, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich verstehe auch nicht, warum die zu blöd ist, einfach da rumzugehen. Warum läuft die unten in die Ecke rein, wo niemand hin will? Weil wenn ich jetzt nach oben gehe, dann geht die doch auch nach oben. Wieso ging die eben nicht nach oben? Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Warum ist die da unten automatisch von der Ecke angezogen worden? Da ist doch nichts in der Ecke, oder? Nee, da ist doch nichts. Also was soll der Quatsch? Also, ich werde jetzt vermutlich noch gefühlt 200 Versuche starten, bis ich dann irgendwann mal das vielleicht schaffen sollte, das hinzukriegen. Und, obwohl, kann man das vielleicht hier unten machen? Ich denke nicht, oder? Ich meine, das werden wir noch mal eben kurz vorher ausprobieren. Aber, also ich denke nicht, weil der Generator, das funktioniert ja alles, dass der dadurch anspringt. Also versuche ich jetzt mal eben, ob das irgendetwas bringt, wenn ich da hinlaufe. Ansonsten... Och ja, die ist so schlecht steuerbar. Okay, das hat null Nutzen offensichtlich. Na gut. Also ich denke, das ist wirklich... ja, einfach dieser Generator ist, man darf nirgendwo hängen bleiben, man darf keine Sekunde zu lange ja, stehen bleiben, was natürlich schlecht ist, weil mein Controller automatisch immer stehen bleibt, beziehungsweise nicht der Controller, sondern das Spiel halt, weil das Spiel gleichzeitig auf einer Taste laufen und schleichen hat, was sehr intelligent gemacht ist. Ja, zumindest beim Controller, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Tastatur ist. Ich schneide euch dann auf jeden Fall gleich hinzu, sollte ich das jemals schaffen, vom zeitlichen her das Ding zum Laufen zu bringen. Boah, das kann doch nicht sein. Ich meine, irgendwie kann man... Nein, oder? Oh, nee, bin ich wirklich so blöd? Moment. Das wäre es jetzt wirklich noch. Also wenn das jetzt klappt, ne? Dann raste ich jetzt hier aus, ehrlich. Lauf! Du selten dämliche Kuh. Mann, beweg dich. Laufen. Laufen, nicht schleichen. Laufen. Oh, komm heute noch weiter, 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 bevor du mir hier abnippelst. Komm, lauf. Lauf. Nein. Oh. Ist das jetzt euer Ernst? Ja, ich sag mal willkommen zurück, weil ich denke mal, dass ich jetzt bei dieser Szene hier gerade irgendwo geschnitten haben werde. Ich bin so blöd. Ich habe wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ich habe es bei It Takes Two zum Beispiel, habe ich das gemacht. Und hier habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Weil bei It Takes Two, da war ja die Sache, man konnte sich klonen und innerhalb von einer Sekunde quasi zum Klon zurückkehren. Und so ähnlich ist das ja auch mit dieser außerkörperlichen Erfahrung hier. Und ich bin jetzt eben beim, keine Ahnung wie viel, tausendsten Mal hin und her laufen, bin ich auf die Taste gekommen. Also B ist es bei mir. Und, achso, da möchte ich das machen. Und, ja, hab da irgendwie schon ein komisches Gefühl gehabt und weiß jetzt auch mittlerweile warum. Weil ich tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe, weil man... hier unten bei dem Schalter stehen bleiben kann und dann ja, sich this was the place
The answers were right in front of me. Buried among the ashes. Und dann in der anderen Welt nach oben laufen kann. Sind wir jetzt soweit? Darf ich jetzt weitermachen? Okay. Dass er jetzt gerade allerdings gespeichert hat, finde ich nicht gut. Ich hoffe nicht, dass das Viech jetzt wieder kommt. Da kriege ich wirklich die Krise. Oh. Die Frage ist nur, was kann ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Soll ich da vielleicht... Ach so, nee, da kann ich ja nicht rein. Oder kann ich da nur... Also, ich kann das noch machen. Aber das hat mir ja nichts gebracht, wo ich da rum wollte. Oh, Moment. Was war das jetzt? Das ist neu. You think you're tough? When you hear them squeal and you smell their bodies burning, you'll tell me everything. You'll beg me to listen. God. There were children inside. Was she? Also das stützt so ein bisschen meine Vermutung, dass die, also dass wir quasi Sadness sind oder Sadness ein innerer Teil von uns ist oder sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie ist das Ganze sehr seltsam. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben, dass die Dinger hier sind. Moment. War gerade was am Blinken? Ah. Aua. Goddamn freaks. You think you're so special? You burn just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that? Also der hat jetzt absichtlich das Kind oder die Kinder eingeschlossen und verbrannt? Ach du Scheiße. Das ist zu. Kann man das denn... Kann ich das nicht zerschneiden? Mit meinem Messer da in der anderen Welt? Das Problem ist, die Perspektive ändert sich auch gar nicht. Kann ich das damit vielleicht aufsprengen? Aber wahrscheinlich auch nicht, oder? So, wenn, dann müsste ich auch wieder neu holen. Hm. Tja, jetzt stehe ich wieder so ein bisschen... Wie die Axt vom Baum. Wie die Axt vom Baum, genau. Wie der Affe vom Baum, wollte ich eigentlich sagen. Kann man denn jetzt hier irgendwas Neues machen vielleicht? Oh. Das ist doch da, wo ich jetzt gerade eben war, oder? Da ist jetzt ein Baum umgekippt? Weil eben war doch kein Baum da. Oder kommt man den nur aus der Perspektive irgendwie nicht sehen? Ich weiß es nicht. Mal nicht hin. Tja. Kann ich vielleicht jetzt irgendwas mit dem Motorrad machen oder so? Moment, was ist das hier? Achso, das ist zum Durchklettern, okay. Kann ich denn jetzt irgendwas damit machen oder wahrscheinlich nur angucken? Wie davor auch, nehme ich mal an. Hm. Ja, das ist das Problem. Wenn sich im Nachhinein immer wieder irgendwelche Sachen ändern und man neue Sachen anklicken kann, wo man vorher schon mal war, dann entsteht Hoffnung, die dann aber leider oft nicht ja, befriedigt werden kann quasi. Also... Ich hole mir dann nochmal was zum... wegknallen. Ah, keine Ahnung. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, was ich hier tun soll, ganz ehrlich, weil da ist nichts offensichtlich für mich persönlich jetzt.
Es gibt ja hier auch keinen anderen Weg, wo wir eventuell entlang könnten, oder... Ich meine, es ist sehr schwer, oben und unten gleichzeitig zu gucken, aber... Da ist auf jeden Fall auch nichts. Ich denke mal, dass das irgendwas hier mit dem Haus zu tun hat, aber... Kann ich das vielleicht aufspringen, ja, das Feuer wegmachen oder irgendwas? Auch nicht. Hm. Dich haben wir gerade schon gehört. Ah, Moment, da ist was Neues. Das sieht gut aus. Okay, let's see who you really are. You fuck. Locked and tight, huh? You want to give it a go? Be my guest. This one's all yours. I like to think I'm more of the brains of the operation. Hey, I got an idea. Why don't we... or that... Yeah, that'll work too, I guess. Right. What do we have here? Fuck. I knew he was trouble. Security service. That little shit. That's no way to talk about a government agent, comrade.